So, wir machen weiter mit Tomb Raider Fading Light Teil 2. Ich bin sehr gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Oh, ein Text wieder mal. Achtung, trete nicht ein. Es ist ein Risiko. Wir haben. Du. Okay, ich glaube, das ist das, was mir der Christopher Hensel schon geschickt hat, wo wir verschiedene Sachen suchen müssen und auf einen Voodoo-Tisch legen müssen, um das zu vereinen. Und das werden wir jetzt in diesem Level sehen. Wir hätten das vielleicht mal uns abfotografieren sollen, aber können wir ja immer noch machen. Falls wir das doch nochmal brauchen, mache ich mir doch schnell mal ein Bild davon. Oh mein Gott, meine Frontkamera ist an, das hasse ich. So. Und dann haben wir das nämlich. Falls wir das irgendwie nochmal brauchen oder so. Wenn wir das uns nochmal genauer anschauen sollten. Gut, dann. Ach. So, wir sind im nächsten Level und zwar heißt es Hall of Secrets. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. In der Hall of Secrets gibt es drei Secrets. Wir haben im letzten Level leider nicht ansatzweise alle gefunden, aber darum geht es mir in dem Spiel auch nicht. Auf jeden Fall sieht das schon mal wieder sehr vielversprechend aus, dieses Level. Aber auf jeden Fall diese beiden Holztüren. In der Bourbon Street noch zugehabt. Da habe ich jetzt gerade offscreen noch mal geguckt. Aber die waren beide noch geschlossen. Keine Ahnung, wie man die hätte aufbekommen sollen. Egal. Wir sind jetzt weiter. Ich schätze mal, irgendwann turnen wir auch hier unten rum. Und das ist diese Cathedral, glaube ich, von der die Voodoo-Priesterin die ganze Zeit geredet hat. Und hier müssen wir, glaube ich, jetzt so Voodoo-Gegenstände sammeln und die in einer bestimmten Reihenfolge irgendwo einsetzen an so einem Tisch, dass irgendwas passiert. So habe ich das jetzt verstanden. Aus dem Text, der mir übersetzt worden ist. Ob das jetzt das war, weiß ich nicht. Oh. Das sind zwei Hebel schon mal. Das ist jetzt die Frage, wie kommt man da dran? Eventuell über die Decke, wenn man da hangelt. Das sieht ein bisschen so aus bald. Aber wisst ihr nicht wie. Vielleicht muss man auch diese Kerzen anzünden, dass sich diese Hebel bestätigen, aber das wäre irgendwie auch mal was Neues. Kann aber sein. Da kann man mal durch. Und mit denen ist wieder nichts los. Hier ist so eine dunkle Ecke. Da ist aber nichts. Die Geräusche sind wieder gruselig. Das ist so cool, da war wieder die Indiana Jones Musik. Ich glaube, die Frückner Croft oder wie heißt sie jetzt mittlerweile? Ach, die neuen Namen. Wieso nennt ihr euch alle neu? Ich kann mir das nicht merken. Komme ich jetzt echt nicht drauf. Auf jeden Fall, sie hat gesagt, dass hier in dem Spiel sehr, sehr viel Indiana Jones Soundtrack vorkommt. Was ich sehr cool finde. No. Rena Croft. Das ist mir gerade doch noch eingefallen. Benennt euch nicht ständig um, Leute. Ich kann mir das nicht merken. So, jetzt aber schnell. Wow. Okay. Das hätte man überlebt. Schauen wir mal, was hier oben auf uns wartet. Ein Schrank. Und den kann man bestimmt öffnen, so wie der mir so aussieht. Weil das hat mir auch irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, dass man das tun kann. Ja. Das war ein sehr wertvoller Hinweis. Danke dafür.
Da könnte sich Lara jetzt vielleicht mal kurz hinlegen, mal ein kleines Nickerchen machen, das wäre doch mal was. Aber nein, Lara, wir sind jetzt hier nicht zum Chillen, sondern zum Arbeiten. Aha. Ach, das war ihr noch gar nicht bewusst, deswegen sagt sie darauf einfach nur aha und läuft ganz beschwinglich zu dieser Tür. Was sie gar nicht tun sollte, aber gut. Spinnen! Eine Spinne, wir wollen es ja nicht gleich übertreiben, ne? Was haben wir hier? Da muss ein Schlüssel... Nee. Cool. Das einschießen? Ah. Ich habe gerade irgendwie eine Idee. Das muss ich gerade mal ausprobieren. Speichern. Laden. Mir ist da gerade was in den Kopf gekommen. Deswegen nochmal zurück in die Bourbon Street. Weil wir haben ja diesen Autoschlüssel und wir hatten ja diese Säule da vorne. Mit den Schlüssellöchern. Und vielleicht kann man diesen Autoschlüssel da einsetzen und diese Türen gehen auf, die noch zu sind. Oder man kommt halt später auch nochmal das Level zurück. Das kann ja auch sein. Ach, das geht nicht. Ich hatte gerade so diesen spontanen Einfall, deswegen musste ich das mir jetzt doch gerade nochmal anschauen. Nee, dann machen wir weiter in der Hall of Secrets. Sorry für diesen Exkurs. Und springen mal hier an die nächste Kette. Und das war ein bisschen doof, weil wir hätten, glaube ich, erst das einschießen sollen da vorne. Aber vielleicht geht's auch so, wir gucken mal. Vielleicht kann sie da so durchspringen, so lässig. Mit ihrer Zerstörungswut. Oder so war der Plan, aber das ging nicht. Dann müssen wir wohl doch erst das einschießen. Hoffentlich geht das auch von hier. Ja, geht. Und wieder an die Kette. Gut. Dann schwingen wir uns da drüben mal rein. Und go, Lara. Jo, das geht. Gehen die weg dadurch? Ja. Das ist immer der beste Trick. So, ist hier ein Schrank dabei, den man öffnen kann? Ich glaube, das sind wieder eher keine Schränke zum Öffnen. Und wichtig ist, dass ihr euch immer ein Stückchen davon wegstellt, sonst geht's nicht. Das fotografieren wir uns gerade mal ab. Behind these doors. Okay, das lesen wir gleich. Aber ich fotografiere es mir ab, falls wir es später brauchen. Aber bis jetzt haben wir uns ganz gut durchgeschlagen mit meinem extrem schlechten Englisch. Behind, also hinter diesen zwei Toren. Our order's greatest. A library, eine Bücherei. Irgendwas mit Alexandria, da gab es auch eine Bücherei, wo Jean-Yves drin war. Aber das hat hiermit wahrscheinlich nichts zu tun. Its construction is a design of flutes and the bla 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 bla. Ist das überhaupt wichtig? This will bla bla, below which holds you must. Sacred keys and relics will be safe. Das ist wichtig. Es wird uns zeigen wahrscheinlich, was wir für Schlüssel und Relikte brauchen, um die bei diesem Voodoo-Tisch dann zu platzieren. Ach, hier haben wir jetzt spätestens unsere Armbrust. No. Das geht nicht. Ah, da ist noch ein Medipack versteckt. Ja, das nehmen wir uns doch schnell nochmal mit. Wenn das da schon so seelenverlassen rumliegt. Gut. Dann ziehen wir mal das hier raus. Das ist immer die beste Alternative, dann verschiebt man sich auch nichts zu. Ich hoffe, wir haben genug Platz dafür. Aber wir können das ja hin in die Ecke schieben. Das passt schon. Witzig wäre es, wenn man noch diesen Tisch öffnen könnte, die Schublade. Und da würde ich, glaube ich, ein Secret reintun. Aber das geht nicht. Den schieben wir uns jetzt doch nochmal aus den Füßen, dass der uns da nicht im Weg ist. Und haben hier eine Wand. Da kann man bestimmt durchlaufen.
Nein, kann man nicht. Okay, da kann man gar nichts tun. Das heißt, wir müssen den wohl da runterschieben. Das Spielchen kennen wir ja mittlerweile. Und ich finde, Lara packt das ziemlich cool an auch. Und was ich mich gerade ernsthaft frage, wo die 10 Minuten Folge hin sind. Wir haben doch gerade mit dem Level erst angefangen. Stehe ich nicht. Gut, dann schauen wir mal, was das bewirkt hat. Wird schon wichtig gewesen sein. Ah, ich habe eine Idee. Das brauchen wir wahrscheinlich um die... Nee. Ah, hier kann man durch. War das vorhin schon? Gott, ich glaube, wir haben da was aufgehoben, oder? Schon längst. Gott, bin ich vergesslich. Und das ist zu. Idee war nämlich, das hier irgendwie hinzuschieben, um die Schalter zu drücken, aber das geht nicht, weil wir nämlich hier Absätze haben. Das heißt, wir müssen mit dem Block was anderes tun. Und hoffentlich nicht auf die ganzen Plattformen da schieben. War der die ganze Zeit schon unten? Das müssen wir wahrscheinlich anzünden, früher oder später. Aber das Feuerzeug noch? Nee, ne? Das haben wir ja schon kombiniert und eingesetzt. Joa. Was müssen wir jetzt mit diesem Block machen? Oder was kann man überhaupt damit machen? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Oder haben wir damit erst den Leuchter runtergeholt? Aber nee, das hatten wir ja vorhin schon, weil nämlich die Kette ging ja schon so. Also, Ausschlussverfahren. Hier kommt man nicht weit. Hier kommt man nicht weit. Das heißt, wir müssen es nach hinten durchschieben. Ah, man kann vielleicht dann von vorne mit Anlauf an die Schalter springen. Das könnte noch gehen. Wenn die nicht so hoch sind, das bezweifle ich gerade noch ein bisschen. Aber probieren wir es erstmal aus, bevor wir verzweifeln. Ist, glaube ich, die bessere Variante. Und so weit kommen wir nämlich schon mal vor. Ach, das kann doch gehen, oder? Wenn wir nämlich jetzt hier... Ja. Die Geräusche sind einfach wieder mal gruselig. Ich muss es einfach nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das immer so hört, aber auf dem Headset klingt das schon immer ziemlich... Naja. Nicht ganz so nett. So. Geht das aus dem Stand? Ja. Das war schon mal sehr gut. Dann haben wir nämlich jetzt hier die Tür offen. Und schauen mal da rein. Indiana Jones. Ich finde das so cool mit den Indiana Jones Einlagen. Hier ist noch eine Fledermaus. Ich höre sie doch. Hier. Ah ne, das ist nur eine Fackel. Ich dachte, das wären schon diese wichtigen Elemente, die wir dann brauchen. Oh, yeah. Geil. Oh, shit. Okay, ich glaube, wir haben viel zu tun, Leute, wie das so aussieht. Jetzt kombinieren wir aber erstmal... Geht gar nicht mal. Okay, danke. Das war schon wieder sehr laut jetzt geworden durch die Vorschau. Das...
Das musst du doch eigentlich kombinieren können, oder? No. No. Ah, doch. Das habe ich nur nicht gesehen irgendwie. Mit... Ja, das ist gut. Das ist fein. Was haben wir hier? Oh, schon wieder so ein Zettel. Oh, nee. Abfotografieren. Das ist einfach die größte Herausforderung an diesem Spiel. So, auch das speichere ich mir ab. Lese es doch schon mal an. Vielleicht ist es wichtig. Aber ich verstehe wahrscheinlich eh wieder nur die Hälfte. Nee, ich verstehe nicht nur die Hälfte, ich verstehe gar nichts. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hier wieder in der nächsten Folge und versuchen uns hier mal weiter durchzukämpfen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns bald. Bis dann, ciao.